Wir haben die 3 und 1 Struktur ja schon mal kennengelernt in Sprüche, Kapitel 30. Haben gesehen, dass dort Verse enthalten sind, die die 3 und 1 jeweils beschreiben. Drei Dinge und ein Viertes, drei Dinge und ein Viertes. Das geschieht insgesamt in vier Versen. Und wir sehen, dass der letzte Vers von den übrigen drei abgetrennt ist durch diesen Einschub. Und wir haben gesagt, dass das im Prinzip in prosaischen Worten die komplette Heilsgeschichte beschreibt, die Ago uns dort vorstellt. Die Frage ist jetzt, diese 3 und 1 Ordnung, kommt die noch häufiger in der Bibel vor? Wenn ja, wo? Welche Bedeutung hat die? Und es ist tatsächlich so, dass wir das mehrfach in der Bibel finden. Erstaunlich häufiger, als man das vielleicht zunächst annimmt. Im Neuen Testament gibt es ein Beispiel von diesem Feigenbaum, der 3 Jahre lang keine Frucht gebracht hat und dann abgeholzt werden soll. Und dann heißt es, dass der Baum noch ein weiteres Jahr gepflegt werden und gehegt werden soll. Und wenn er dann keine Frucht bringt, dann wird er abgeholzt. Wir haben auch im Alten Testament Beispiele dafür, zum Beispiel Jona, der geht nach Ninive und verkündigt dort den Untergang der Stadt durch Gottes Gericht. Ninive war eine große Stadt, 3 Tagereisen groß, und Jona geht eine Tagereise weit in diese Stadt Ninive hinein. Also dort auch wieder 3 Tagereisen und eine Tagereisen und auch in Verbindung mit Gericht Gottes. Ganz ähnlich wie auch im Neuen Testament bei dem Feigenbaum, Feigenbaum im Bild für Israel, da ist auch die Frage, wird er abgeholzt oder wird er nicht abgeholzt? Und wir haben diese 3 und 1 Struktur dort jeweils in Verbindung mit dem Gerichtshandeln Gottes. Wenn das so ist, dann müssten wir doch eigentlich auch bei den beiden großen Gerichten in der Bibel, nämlich Sodom und Gomorra und Sintflut, auch die 3 und 1 finden. Und das tun wir auch, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach in verschiedenen Kombinationen. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ich wünsche viel Gewinn beim Anschauen. Ja, starten wir dann also mal mit der ersten Bibelstelle. Das ist Jeremia 15, Vers 3. Denn ich will sie heimsuchen mit viererlei Plagen, spricht der Herr, mit dem Schwert, dass sie erwürgt werden, mit Hunden, die sie schleifen sollen, mit den Vögeln des Himmels und mit den Tieren auf Erden, dass sie gefressen und vertilgt werden sollen. Thema der Bibelstelle ist das Gericht Gottes an Jerusalem. Gott will die Stadt mit Plagen heimsuchen. Und 3 der Plagen stammen aus der belebten Welt, nämlich Hunde, Vögel und Tiere. Und eine Plage stammt aus der unbelebten Welt, das Schwert. Da haben wir also dann hier auch 3-mal belebte Tiere, also 3 Beispiele aus der Tierwelt und einmal das Schwert macht 3 und 1. Dann kommt Jona 3, Vers 3 und 4. Dieses Beispiel hatten wir schon mal ganz kurz zu Beginn angedeutet. Da steht im Propheten Jona: Da machte sich Jona auf und ging hin gen Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und da Jona anfing hineinzugehen, eine Tagereise in die Stadt, predigte er und sprach: Es ist noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Also Jonas Botschaft an Ninive war die Nachricht über Gottes kommendes Gericht, und hier finden wir auch die 3 und 1. Also Ninive 3 Tagereisen groß und Jona ging eine Tagereise weit in die Stadt. Ja, dann kommen wir zur nächsten Bibelstelle, Lukas 13, 6 bis 9. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis: Es hatte einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberge. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Er sprach zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum und finde sie nicht. Haue ihn ab, was hindert er das Land? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis dass ich um ihn grabe und bedünge ihn, ob er wollte Frucht bringen. Wo nicht, so haue ihn danach ab. Hier geht es auch gleichnishaft um das Gericht am Feigenbaum. Der Feigenbaum ist in der Bibel immer wieder ein Symbol für Israel. Der Eigentümer des Weinbergs sucht 3 Jahre lang Frucht auf dem dort gepflanzten Feigenbaum. Und weil er keine Frucht gefunden hat, will er ihn jetzt fällen. Und der Weingärtner bittet noch um ein weiteres Jahr, um den Baum zu pflegen. Und wenn er dann keine Frucht bringt, dann soll er abgehauen werden. Und hier haben wir auch wieder diese 3 und 1 Ordnung. 3 Jahre lang Frucht gesucht und noch ein Jahr lang bittet er, den Weinbaum zu bedüngen.
Ja, das ist ein ganz interessanter Bibelvers, Jesaja 34, Vers 11. Sondern Rohrdommeln und Igel werden's innehaben, Nachteulen und Raben werden daselbst wohnen. Denn er wird eine Messschnur darüber ziehen, dass es wüst werde, und ein Richtblei, dass es öde sei. Hier in diesem Vers in Jesaja 34 und in 1. Mose 1, Vers 2 werden die beiden einzigen Male in der Bibel von Tohuwabohu gesprochen. Also hier im Text als öde übersetzt, dass es wüst werde und dass es öde sei. Also es muss in Jesaja 34, genauso wie auch in 1. Mose 1, Vers 2, muss es sich um sehr große Gerichte gehandelt haben, beziehungsweise handeln. Es werden drei Vögel, nämlich Rohrdommeln, Nachteulen und Raben genannt und ein Igel. Also finden wir auch hier die 3-in-1-Ordnung wieder in Verbindung, erstaunlicherweise mit Gottes Gerichtshandeln. Und das finden wir auch bei der nächsten Stelle, Hiob 12, Vers 13. Bei ihm ist Weisheit und Gewalt, Rat und Verstand. Dieser Beschreibung einer dreifachen Klugheit, nämlich Weisheit, Rat und Verstand, sowie der Gewalt, die alle vier auch Gott eigen sind, folgt dann in den anschließenden Versen Gottes Gerichtshandeln an der Welt. Und zwar steht in Vers 14 bis 25: Siehe, wenn er zerbricht, so hilft kein Bauen. Wenn er jemand einschließt, kann niemand aufmachen. Siehe, wenn er das Wasser verschließt, so wird alles dürr. Und wenn er es auslässt, so kehrt es das Land um. Er entzieht die Sprache den Bewährten und nimmt weg den Verstand der Alten und so weiter. Also man sieht, dass hier Weisheit, Gewalt, Rat und Verstand auch diese 3-in-1-Struktur beinhaltet, nämlich dreimal die Klugheit, Weisheit, Rat und Verstand und einmal die Gewalt. Und auch hier stehen diese Verse wieder im Zusammenhang mit Gottes Gerichtshandeln, sodass wir da vielleicht schon die erste Ahnung haben können, was Gott hier meint in seinem Wort. Ja, gehen wir dann mal zu den großen Gerichten innerhalb der Bibel. Dazu gehört auf jeden Fall die Sintflut. Und es ist interessant, dass man auch hier die 3 und 1 findet, und zwar gleich mehrmals. Aber mal so der Reihe nach, jetzt lesen wir erstmal den Text. 1. Mose 8. Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. Denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte er noch weitere 7 Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug sie in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden, aber er harrte noch weitere 7 Tage und ließ eine Taube ausfliegen, die kam nicht wieder zu ihm. Hier haben wir also das Beispiel, dass Noah einen Raben und 3 Tauben fliegen lässt. Da haben wir wieder die 3 und 1. Ja, dann kommt hier eine sehr interessante Bibelstelle auf uns zu, 1. Mose 9. Da steht nämlich der Befehl Gottes an Noah, dass er die Arche verlassen soll. Und dann schreibt er: Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Das bedeutet, Noah hatte 3 Söhne und seine Söhne waren verheiratet und er Noah auch. Das heißt also, dass Noah und seine 3 Söhne aus der Arche gingen, das waren 3 und 1. Und seine Frau und deren 3 Schwiegertöchter. Macht nochmal 3 und 1. Also wir haben erstaunlicherweise schon wieder hier bei dem großen Gericht der Sintflut, die 3 und 1, sogar in doppelter Weise. Insgesamt wurden ja 8 Menschen gerettet. Und das waren im Prinzip 2 mal 4. Oder wenn wir jetzt hier genauer sehen, sind das 2 mal 3 und 1. Ja, und das Erstaunliche ist, wenn wir uns jetzt Sodom und Gomorra anschauen, auch ein sehr großes Gericht, dann finden wir die 3 und 1 hier auch doppelt. Und zwar 1. Mose 19, da steht: Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen: Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los.
Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Land gewachsen war. Und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Also wir haben hier auch wieder doppelt die 3 und 1, und zwar einmal Lot und seine Frau und seine beiden Töchter. Das bedeutet also, ein Mann und drei Frauen werden gerettet. Oder wir können auch sagen, drei Personen werden gerettet und eine Frau, eine Person, nämlich die Frau Lots, kommt um, weil sie hinter sich zurücksieht und was sie nicht sollte, und dann wird sie zur Salzsäule. Also auch hier haben wir die doppelte 3 und 1 bei einem der ganz großen typischen Gerichte, die das Alte Testament uns berichtet. Also wir können wohl sagen, dass sich Stück für Stück ja abzeichnet, dass die 3 und 1 als Zahlenkombination immer wieder auf ein Gericht hinweist. Also es ist da deutlich zu sehen, dass jedes Mal, wenn die 3 und 1 erwähnt wurde bislang in den Stellen, es gibt noch sehr viel mehr Stellen, auch als die, die wir jetzt gesehen haben, wir wollen uns auch sowieso jetzt nur eine Auswahl davon anschauen. Wer übrigens Interesse daran hat, das im Detail oder ausführlicher noch nachzulesen, dem möchte ich gerne mein Buch empfehlen, Die Wiedergeburt Jerusalems. Das ist über Amazon zum Beispiel zu beziehen oder auch im Buchhandel. Das Buch Die Wiedergeburt Jerusalems beschäftigt sich unter anderem auch mit dem Thema der 3 und 1, und zwar dann auch ausführlich und umfassend. So umfassend, wie wir das hier jetzt nicht im Detail tun können. Aber wir können zum Beispiel auch jetzt, wenn wir mal uns 1. Könige 19 anschauen, feststellen, dass es immer wieder auch Offenbarungen Gottes gibt. Also Gott selbst offenbart sich in der Bibel mehrfach auch durch die Zahlenkombination 3 und 1. Zum Beispiel hier 1. Könige 19. Und siehe, der Herr ging vorüber, der Herr aber war nicht im Winde, aber der Herr war nicht im Erdbeben, aber der Herr war nicht im Feuer, und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Das ist also diese Begebenheit, wo Elia sich in der Höhle versteckt hat und dann diese Gottesoffenbarung hat, und die lief in vierfacher Form ab, in Wind, Erdbeben und Feuer und zum Schluss dann in diesem stillen, sanften Sausen. Das heißt also auch hier, wo es um die Offenbarung Gottes geht, erscheint die 3 und 1 Ordnung wie bei Hesekiel bei der Offenbarung Gottes, und das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Ja, also bei den Wesen, die Hesekiel hier sieht, bei den Cherubim, da finden wir auch die 3 und 1. Hier steht jetzt, ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen Vieren und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen Vieren und hinten gleich einem Adler bei allen Vieren. Das bedeutet also, wir finden einmal drei Tiere, die aufgezählt werden, nämlich der Löwe, Stier und der Adler, und als nächstes dann ein Mensch, der aufgezählt wird. Also drei Tiere und ein Mensch macht auch wieder 3 und 1. Oder wir können auch sagen, ein Tier, das fliegt, und drei Wesen, die nicht fliegen können. Nämlich Mensch, Löwe und Stier können nicht fliegen und der Adler kann fliegen. Also hier auch wieder die 3 und 1 und sogar die doppelte 3 und 1 und in Verbindung mit der Offenbarung Gottes in dieser Vision der Cherubim gegenüber Hesekiel. Also wir könnten dann parallel dazu auch die Evangelien beiziehen, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, da wird ja auch Gott offenbart in Christus, da haben wir auch die 3 und 1 Ordnung, und zwar drei Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas, und ein Johannesevangelium, das in seinem Aufbau ganz anders ist, da hätten wir also auch die 3 und 1. Oder man kann auch die Evangelien vergleichen mit den Tieren, die diese Cherubim ja auch darstellen, dann hätten wir Matthäus als den Löwe, Markus als den Stier, Lukas als Mensch, wären drei Wesen, die nicht fliegen können, und Johannes als Adler hätten wir 3 und 1. Oder auch Matthäus, Markus und Johannes als Löwe, Stier und Adler. Und als Ergänzung dazu Lukas als den Menschen. Das wären dann praktisch drei Tiere und ein Mensch wäre wieder die 3 und 1. Ja, und dann vielleicht noch als Ergänzung Römer 3, Vers 10. Eine der Stellen, wo Paulus auch sich in der 3 und 1 Ordnung ausdrückt, da ist nicht der gerecht sei, auch nicht einer, da ist nicht der verständig sei, da ist nicht der nach Gott frage. Sie sind allesamt abgewichen und allesamt untüchtig geworden, da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Also hier schreibt Paulus eine große Anklageschrift gegen eine gerichtsreife, gottlose Menschheit, und da finden wir eigentlich ganz selbstverständlicherweise auch die 3 und 1, die ja wohl das Gerichtshandeln Gottes andeutet.
Es gibt noch mehr Stellen von Paulus. Wie gesagt, das führt hier zu weit. Wir wollen uns hier auf diese Stellen hier beschränken. Aber ich denke, es wird so langsam deutlich, dass die 3 und 1 ein sehr enges Verhältnis hat zum Gerichtshandeln Gottes. Wenn das aber so sein sollte, dass die 3 und 1 immer Verbindung auch hat zum Gerichtshandeln Gottes, dann müsste man das doch auch bei weiteren großen Gerichten finden können. Und wenn wir uns mal überlegen, was denn sonst noch an großen Gerichten in der Bibel beschrieben wird, dann fällt uns vielleicht nach einigem Hin- und Herdenken auch auf oder ein, dass in der Offenbarung ja auch, Offenbarung 6, diese 4 apokalyptischen Reiter genannt werden, die über die Erde reiten und deren Ausprägungen dort ja auch beschrieben sind. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir da auch die 3 und 1 finden können. Ja, da steht also, und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der zog aus, sieghaft, und dass er siegte. Das ist also der Reiter auf dem weißen Pferd. Und dann steht, es ging heraus ein anderes Pferd, das war rot, und ihm ward ein großes Schwert gegeben. Dann kommt der Reiter auf dem schwarzen Pferd, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und dann steht zum Schluss, und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und dem war gegeben zu töten den vierten Teil der Erde mit dem Schwert und mit Hunger und mit dem Tod und durch die Tiere auf Erden. Also wir haben hier 3 Gerichtsreiter, wo wir sagen müssten, die Unheil bringen, nämlich Schwert und Hunger und Not und Tod. Und wir haben einen Reiter, der den Sieg bringt, der zieht aus sieghaft und dass er siegte. Wir können aber auch sagen, wir haben 3 normale Farben, also ein weißes Pferd, ein rotes Pferd, ein schwarzes Pferd. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir dann noch ein fahles Pferd. Dann hätten wir wieder 3 und 1, also 3 normale Farben, weiß, rot und schwarz. Und dann dieses fahle, dieses blasse Pferd als dritter Teil davon. Dann können wir auch sagen, dass dieses fahle Pferd auch die 3 und 1 nochmal beinhaltet. Ihm ist gegeben zu töten den vierten Teil der Erde, und zwar mit Schwert, Hunger, Tod und durch die Tiere auf Erden. Das würde auch wieder mal bedeuten, sieht man relativ schnell, ja, dass das Schwert, Hunger und Tod unbelebte Dinge sind und die Tiere auf Erden aus der belebten Welt. Dann hätten wir auch wieder 3 und 1, und wir können auch das nochmal aufteilen, wenn wir das wollen. Wollen das aber auch nicht überstrapazieren, aber wir könnten sagen, Schwert, Hunger und Tiere, das wären irdische Dinge, und der Tod ist etwas Überirdisches oder Unterirdisches, wie man das auch sagen will. Aber man findet hier auf jeden Fall deutlich auch die 3 und 1 in Verbindung mit den apokalyptischen Reitern. Was diese Reiter im Detail bedeuten, das schauen wir uns in einem der nächsten Beiträge an. Bis jetzt ist eigentlich deutlich geworden, dass die 3 und 1 oft in der Bibel zu finden ist, oft im Gerichtshandeln Gottes. Bei den großen Gerichten Sodom und Gomorra und der Sintflut finden wir die 3 und 1 sogar mehrfach. Wir finden auch die 3 und 1 oder in Verbindung mit der Offenbarung Gottes. Dass wir sagen können, die 3 und 1 ist eigentlich eine Struktur, die immer wieder Gottes Offenbarung andeutet im Gericht. Wenn berichtet wird in Sprüche 30 über das Wesen der Welt, die im Gericht auch enden wird, wenn von den apokalyptischen Reitern die Rede ist und von den ganzen Bibelstellen, die wir uns angeschaut haben, ist das ein interessantes Ergebnis, dass wir diese Strukturen in der Bibel so oft finden können. Wie gesagt, wer da interessiert ist, dran mehr zu wissen, dem empfehle ich mein Buch. Bis heute lassen wir es mal, oder für heute lassen wir es dann einfach mal so weit auf sich beruhen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und auf Wiedersehen.